In der Welt von One Piece stehen wir kurz vor dem Ende von Egghead Island und wenn Ruffy und Co. entkommen, dann dürfen diese sich auf heftige Reaktionen gefasst machen, neue Kopfgelder, Ruffy erfährt außerdem, was auf der Welt abgeht, eventuelle neue Erkenntnisse und Power-Ups und vieles mehr. Wir schauen uns das Ende von Egghead Island und den Übergang zum nächsten Arc, vermutlich Elban, an. Und falls ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Das Egghead Island Finale steht vor der Tür und wir haben bereits auch schon von Shueisha die ein oder anderen Hinweise, dass es jetzt bald schon nach Elban gehen wird. Dort war ja die Ankündigung der neuen One Piece Figuren, die ja für November angesetzt werden, im Design von Elban, und daraus schließt man so ein wenig, weil es in der Vergangenheit immer irgendwie so gewesen ist, oder sehr häufig zumindest so gewesen ist, dass man dann davon ausgehen kann, dass wir im November uns ungefähr dann mindestens in Richtung Elban bewegen oder vielleicht sogar schon auf Elban angekommen sind. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber Fakt ist, wir sind ja gerade wirklich in der absolut heißen Phase von Egghead Island. Das heißt, einige Kapitel noch, dann dürfte es tatsächlich soweit sein, dass wir dann zumindest von Egghead Island abhauen, beziehungsweise dass die Strohhüte dann dort abgehauen sind. Das ist ja somit das erste oder das Prioritätsziel aktuell, denn wenn wir uns das ganze kämpferisch natürlich anschauen, dann sind die Strohhüte hier, ich sag mal, ein bisschen in der Zwickmühle. Das muss man halt einfach so sagen, weil die Gorosei absolute Powerhouses sind. Das ist halt nun mal so. Selbst Ruffy im Gear 5 kann hier wenig, sehr wenig bis gar nichts bewirken. Gerade gegen Walkery, und da sind natürlich noch 5 von diesen Gorosei. Ich persönlich glaube ja, die Strohhüte werden hier auch nicht so einfach besiegt werden. Das sollte klar sein, weil eine große Erkenntnis fehlt natürlich. Wie kann man den Gorosei tatsächlich Schaden zufügen? Und das ist mit einer der großen Punkte, die hier natürlich Diskussionsstoff für diesen unglaublichen Kampf bereithält. Das ist nun mal so, die Gorosei, die können sich unlimited einfach regenerieren. Der Schadensoutput, der ist ja da von den Strohhüten. Das haben wir schon oft gesehen, wie die Gorosei sich demnach dann einfach regeneriert haben. Aber der Schaden, der bleibt halt nicht. Die regenerieren sich einfach und dann ist fertig. Und wenn die sich unendlich regenerieren können und da wirklich kein Boden herrscht, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, solche Gegner zu besiegen. Ja, und da muss man natürlich die Lösung finden. Wo ist die Quelle oder was ist der Kernpunkt, der das Ganze irgendwie steuert, ermöglicht oder sonstiges? Wie kann man das stoppen, dass die sich regenerieren? Weil dann haben die Strohhüte, denke ich mal, auch eine sehr, sehr reelle Chance. Ja, sie haben den Gorosei natürlich schon Schaden zugefügt, aber diese Regeneration ist natürlich nochmal on top etwas, was definitiv durchschaut werden muss. Klar muss man jetzt schauen, Ruffy Walkery. Ja, Walkery ist schon ziemlich, ziemlich robust, ja, und Ruffy hat da schon seine Probleme. Da muss man dann natürlich am Ende des Tages gucken, hat Walkery einfach ein viel krasseres Haki als Ruffy? Ja, nein, vielleicht. Das sind natürlich diese ganzen Erkenntnisse, die die jetzt in diesen Kämpfen einfach mitbringen, beziehungsweise in Erfahrung bringen. Und da finde ich persönlich, sollte man den Schrott noch ein bisschen Zeit geben. Was sehr gut natürlich jetzt ist, ist halt einfach, die Gorosei haben ja jetzt ein neues Ziel, ja, das hat York ja jetzt hier gedroppt, dass diese Übertragungsteleschnecke in diesem antiken Roboter versteckt ist, und die Gorosei, die werden sich da natürlich jetzt drauf stürzen, sodass die Strohhüte einfach die Möglichkeit bekommen, hier zu fliehen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Zusammensetzung aus, ich sag mal, wie kommen die Strohhüte weg und wie kann man gut rechtfertigen, dass die Gorosei jetzt erstmal von den Strohhüten loslassen, ja, indem man natürlich diese Aufmerksamkeit auf diesen antiken Roboter lenkt, der diese Übertragungsteleschnecke, die ja gerade dabei ist, durch Vegapunk ja alles zu enthüllen, hier weiter verbreitet, und das gilt natürlich zu unterbinden, ja, aus der Sicht der Gorosei, und da können die Strohhüte erst einmal links liegen gelassen werden. Ich denke, das macht schon Sinn, dass man das so gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Strohhüte entkommen, ja, entkommen die dann ohne Power-Up? Wie entkommen die? Und vor allen Dingen, mit was oder mit wem entkommen die? Und ich persönlich war schon relativ früh auf Egghead Island in einer der Camps, die gesagt haben, Bonnie muss definitiv mit den Strohhüten mitsegeln, denn das Ganze zieht sich ja in einem roten Faden durch die Kuma-Geschichte, ja. Kuma hat den Strohhüten geholfen, die Strohhüte haben demnach natürlich eine Schuld bei Kuma zu begleichen, und Bonnie und die Strohhüte, die viben eigentlich ganz gut, das hat man relativ gut sehen können, Richtung Anfang Egghead Island, ja, Ruffy, Bonnie und so, mit Chopper, wie die da zusammen gegessen haben, ja, Spaß gehabt haben und so weiter. Also der Vibe innerhalb dieser Crew mit Bonnie, der passt halt einfach, und ich persönlich muss sagen, gerade die Geschichte um Kuma oder generell die Story um Kuma,
festigt das Ganze auch so ein bisschen aus, ich sag mal, Lesersicht, weil das schon eine sehr emotionale Angelegenheit ist oder eine sehr, sehr traurige Story, Lebensgeschichte von Kuma ist, der aber dann natürlich den Strohhüten noch geholfen hat am Ende des Tages. Und gerade die Verbindung mit Nika, dass Kuma halt derjenige ist oder mit der Initiator so ein bisschen an den Glauben von Nika oder der, der das weitergeben wird oder weitergegeben hat an die nächste Generation, ja, als damaliger Sklave der Weltregierung über seine Eltern, die Buccaneer-Story, ja, die dann immer über den Sonnengott Nika berichtet haben. Also das ist schon eine ziemlich krasse Verbindung, die man hier einfach perfekt schließen könnte, indem man Bonnie einfach mit in die Crew aufnimmt. Das fände ich persönlich mit am besten, weil Bonnie natürlich auch eine sehr, sehr interessante Teufelsfrucht hat mit ihrer Distorted Future oder mit ihrer Fähigkeit, die Zukunft auch so ein bisschen zu beeinflussen. Ja, und das ist natürlich eine sehr spannende Sache, deswegen fände ich es gar nicht mal so verkehrt, wenn Bonnie hier mitkommen würde. Eine weitere Möglichkeit oder eine weitere Idee ist natürlich nach wie vor Vegapunk. Klar, man hat jetzt so den Gedankengang, jo, Vegapunk ist gestorben oder stirbt, da beziehungsweise den gibt es nicht mehr. Auch diese Übertragungsteleschnecke, die ist ja dafür ein Hinweis. Aber man muss natürlich sagen, der Tod von Vegapunk, der war natürlich schon interessant. Aber man darf nicht vergessen, Vegapunk hat den Bauplan des Lebens entschlüsselt. Vegapunk hat sich aufgeteilt. Vegapunk kann Klone erschaffen und so weiter und so fort. Vegapunk kann unsichtbar sein. Also der hat schon einiges auf dem Kasten. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, ja, wenn es einerseits fest so bleibt, ja, wenn Vegapunk jetzt tatsächlich gestorben ist. Aber auf der anderen Seite, wenn Vegapunk einfach wiederkommt, ja, sei es als Klon, sei es der Vegapunk, der vor unseren Augen gestorben ist, ist ebenfalls ein Klon gewesen, das kann ja auch sein, ja, und der Originale taucht dann irgendwann wieder auf, ja, diese Möglichkeiten bestehen, ja, und Vegapunk hat ja anfangs zu den Strohhüten gesagt, jo, nehmt ihr mich mit, ja, und das war ja somit das eine Ziel und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Vegapunk hier wirklich einfach so den Löffel abgibt. Ich glaube, der muss doch irgendwie alles Mögliche getan haben oder wirklich alles Mögliche versucht haben, um hier dementsprechend mit zu entkommen. Ja? Vielleicht stirbt quasi sein Werk, ja, sein Lebenswerk, ja, Egghead Island bzw. Punk Records. Das kann natürlich sein, weil das Gehirn von Vegapunk befindet sich nun mal auf Punk Records. Und es ist nun mal so, dass Egghead Island vermutlich hier zerstört werden wird am Ende des Tages von der antiken Waffe Uranus, eventuell erneut, ja, wie wir die Zerstörung von Lulucia Kingdom gehabt haben. Aber nach wie vor ist ja die Teufelsfrucht eventuell trotzdem an Vegapunk noch gekoppelt. Ja? Deswegen bedeutet das vielleicht, dass Vegapunk nicht final gestorben ist. Es war ja die große Frage von Mars, der ja vor diesem Riesengehirn von oder vor dem Riesenkopf von Vegapunk stand, ey, was ist eigentlich das Bewusstsein, ja? Was bedeutet es eigentlich zu sterben und so weiter? Also da sind halt Grenzen, die für uns wirklich sehr, sehr weit nach außen gehen, ja, fast schon das Unendliche, wenn es um die Möglichkeiten geht, wie man Vegapunk natürlich noch rettet oder wieder zurückholt. Deswegen bin ich gespannt, was sich Oda da hinsichtlich Vegapunk hier, ich sag mal, zurechtgelegt hat, denn wir dürfen auch nicht vergessen, die anderen Vegapunks, ja, die leben ja noch, ja, sei es Edison, York und so weiter, die leben ja auch noch und das ist natürlich ebenfalls ein Teil von Vegapunk, deswegen dürfte das, glaube ich, einer mit der interessantesten Punkte werden, wie da die Conclusion ist, wenn es um Vegapunks Überleben, Leben oder Tod geht. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn wir dann nach dem Entkommen der Strohhüte uns einfach die Strohhüte im Allgemeinen anschauen, dann dürften wir, glaube ich, feststellen, dass diese selbstverständlich sehr heftige Erkenntnisse gewonnen haben. Ja, natürlich, wie krass die Gorosei sind, dass die Gorosei überhaupt krass sind oder was die Weltregierung an für sich dann natürlich hier so für Dreck am Stecken hat. Nicht nur die Strohhüte wissen das, sondern mittlerweile dann auch fast die gesamte Welt hinsichtlich der Flut und so weiter. Aber die Strohhüte wissen genau, was die Gorosei natürlich hier auf dem Kasten haben. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ein ganz klares Warnsignal sein dürften für Ruffy, für Zoro, Sanji und Co., dass wenn sie da wirklich in diesen heftigen Krieg am Ende gehen werden, dass man da natürlich nochmal viel stärker sein muss. Und ich glaube, die haben hier ganz klar erkannt, gerade Ruffy, denke ich mal, ist ja jemand, der geht mit sich nach sowas sehr, sehr hart ins Gericht. Der sagt, jo, scheiße, ich war nicht stark genug, ja, ich kann meine Freunde hier nicht beschützen oder konnte die im möglichen Fall nicht beschützen, ja. Das kann natürlich nochmal ziemlich heftig werden, ja, die Erkenntnisse, die dort gewonnen werden. Und dann ist natürlich die Frage der Power-Ups, ja.
jetzt in diesem Stadium ist es ja so, dass man eigentlich sich nur so weit Haki-technisch weiterentwickeln kann. Ruffy hat sein Erwachen, wir haben die Strohhüte im Allgemeinen. Ja, gerade jetzt Zoro, Sanji und Co., die haben enormes Power-Up auf Wano Kuni bekommen. Die müssen natürlich jetzt ihre Haki-Fähigkeiten weiter festigen und weiter verstärken. Und da ist natürlich die Frage, gelingt das hier jetzt wirklich final? Und kriegen wir da jetzt noch die Möglichkeit, dass die Strohhüte sich hier weiterentwickeln, was Haki jetzt angeht? Nicht alle aus der Strohbande zum Beispiel können Haki. Das ist aber ein Kampf, den habe ich auch so mittlerweile ein bisschen aufgegeben, ja. Ich meine, so diese Haki-Thematik bei den Strohhüten, außer bei den Top-Tier-Fightern, jetzt ist natürlich immer sehr, sehr interessant. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn es darum geht, jetzt neue Power-Ups hier daraus zu schöpfen oder zu ziehen, ja, dann ist die große Frage, wie könnte man das machen außer Haki? Und da gibt es ja eine sehr interessante Theorie, die ja aktuell sehr weit verbreitet ist, nämlich diese aktuelle Mother Flame, die sich hier auf Elkhead Island befindet, dass Ruffy die theoretisch ist, ja. Es ist zwar ziemlich einfach und simpel gehalten, aber in dieser Situation, gerade wenn wir uns Ruffy vor Augen führen, wer er eigentlich als Charakter ist, dann ist gerade diese simple Thematik somit die beste. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Gosei geiern auf diese Mother Flame, die wollen die unbedingt haben. Da erinnere ich mich immer gerne an diese finale Szene in One Piece Film Stampede, wo Ruffy diesen Lockport zur Insel Lovetail in der Hand gehabt hatte und dann Sir Crocodile und Rob Lucky drauf gegeiert haben, Ruffy den einfach zerstört hat, ja. An so eine Szene erinnere ich mich da so ein bisschen, beziehungsweise die kommt mir da so in Gedanken, dass man gerade so die Gosei hat, die voll auf diese Flamme geiern, ja, und Ruffy hat die halt in der Hand und so der erste Impuls von Ruffy ist einfach, dass er die isst oder so, ne. Das wäre natürlich super interessant und wenn er dann daraus natürlich ein Power-Up zieht, das wäre natürlich krass, weil diese Mother Flame ist ja nichts anderes als pure Energie, ja, und Ruffy in seinem Gear 5 hat nun mal die Möglichkeit, diese Energie dann irgendwie zu verwerten, weil es ist nun Ruffys Gear 5, ja. Er kann damit theoretisch alles machen. Das ist das große Ding an der Sache. Und wir haben schon einige Hinweise, wie Ruffy mit Feuer gekämpft hat. Ja, neben der Red Hawk oder die Red Rock. Oder wir haben Color Pages, wo Ruffy mit Flammen umkreist ist, ja. So Feuerhaare hat, wie die Mother Flame quasi. Also, das sind natürlich so Hinweise, da könnte man mit arbeiten. Ich persönlich fände es nicht schlecht, ja. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das überhaupt auch rational schlecht finden könnte. Denn was wäre die Alternative? Ja, oder was ist die Alternative? Es ist halt sehr simpel gehalten, aber passt halt einfach zu 100% auf Ruffy. Naja, wir alle kennen das nächste Ziel der Strohhüte, gerade Ruffy, nämlich Elban. Und das dürfte, glaube ich, mit der interessanteste Arc werden. Ich persönlich glaube aber, die Reise nach Elban, die wird schwieriger als gedacht. Denn wir werden da natürlich einige Infos, Reaktionen und Erkenntnisse bekommen, was gerade so auf der Welt so abgegangen ist. Weil wir haben, also wir Leser, haben natürlich die ein oder andere Info, gerade was mit Blackbeard abgeht und so weiter. Aber Ruffy hat diese ganze Infos nicht, ja? Und das ist natürlich ein sehr großes Problem, denn wenn Ruffy erfährt, was Blackbeard zum Beispiel mit seinen Freunden und teilweise auch mit seiner Familie angerichtet hat, dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr heftiges Unterfangen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Blackbeard hat vor kurzem Trafalgar Law erledigt, den fast gekillt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann natürlich der Angriff auf Boa Hancock, die hätte er auch fast gekillt, wäre Rayleigh zum Beispiel nicht gewesen. Wir haben dann natürlich die Situation mit Corby, mit Garb, die ja auch ziemlich heftig sein dürfte, weil Garb ist nun mal der Großvater von Ruffy. Wenn er das auch alles erfährt, das könnte, glaube ich, ziemlich heftig werden. Pudding, die ebenfalls entführt wurde und auch eine Freundin der Strohhüte ist, ja, da merkt man natürlich schon, dieses System hat Oda ganz klar und gezielt aufgebaut, ja. Denn wenn Ruffy diese News erfährt, ja, wenn er wirklich diese Infos bekommt, dann ist natürlich klar, was das nächste Ziel ist, nicht Elban, sondern Blackbeard, ja. Und ich persönlich denke, da kann Ruffy definitiv dann eine 180-Grad-Wendung hinlegen, ja. Wenn jetzt zum Beispiel die Insel von Blackbeard auf der gegenüberliegenden Seite ist, ja, dass er dann wirklich in Richtung Blackbeard marschiert und das vielleicht sogar als allererstes, weil die Frage ist, was soll er jetzt erst einmal auf Elban oder was ist natürlich jetzt so der springende Punkt in Elban? Okay, treffen möglicherweise mit Shanks, aber auf Elban ist ja keine atypische Storystruktur, wie wir sie bisher kennen. Kein erkennbarer Antagonist zum Beispiel, kein erkennbarer Mehrwert jetzt, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen, das One Piece zu finden, ja.
einzig und allein diese Shanks-Thematik steht da im Raum, aber das Versprechen zwischen Shanks und Ruffy ist ja nach wie vor beständig, auch wenn er sich erst um Blackbeard kümmert. Versteht ihr, wie ich meine? Von der Priorität her ist natürlich der Angriff auf Blackbeard viel, viel höher, finde ich persönlich, gelegen, als jetzt nach Elbaan zu reisen, ja? Und selbst wenn er zuerst nach Elbaan kommt, das erste Ding, was er macht, ist dann natürlich Richtung Blackbeard, ja? Also, wenn Ruffy diese ganzen Infos über Blackbeard erfährt, dann wird der ganz klar sein Ziel sein, weil das ist ohnehin schon fällig, schon sehr lange fällig, ja, schon seitdem Ace hier gestorben ist, ja, wo Ruffy sich ja nach wie vor so ein bisschen wahrscheinlich auch die Schuld gibt, ja, seitdem ist das fällig, ja, dass Ruffy und auch festgeschrieben, dass Ruffy Blackbeard erledigen muss, ja, und ich denke, jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, an der Ruffy sich dieser Aufgabe definitiv widmen könnte, und ich persönlich muss sagen, Ruffy wird sehr gute Chancen haben, muss man halt einfach sagen, ja, Trafalgar Law gegen Blackbeard hat uns schon so ungefähr gezeigt, wie Blackbeard aktuell so drauf ist, ja, der ist zwar strong, keine Frage, aber der musste gegen Law schon ziemlich hart schwitzen und Law hat nicht so eine starke Crew wie Ruffy im Rücken, ja, mit Sanji, mit Zoro, mit Nicht-Teufelshochnutzern, die im Ernstfall der Fälle ebenfalls noch gegen Blackbeard hier kämpfen können und gerade die Crew von Blackbeard sehe ich jetzt im Vergleich zu Zoro, Sanji zum Beispiel oder Jinbei jetzt nicht als so großen Gefahrenfaktor. Einzig und allein Kusan könnte hier natürlich noch ein Problem werden. Schauen wir aber mal, ja, vielleicht wandelt der sich natürlich noch, aber nach wie vor wäre Kusan ebenfalls mal ein Kandidat, der vielleicht für Zoro vorhergesehen ist, ja, dass Zoro ebenfalls diese Admiralstufe einfach mal für ein und alle Mal klar macht, ja, dass er da auf jeden Fall mitkämpfen kann, vielleicht sogar stärker sein kann als ein Admiral. Also diese Punkte, die kann man in so einem Kampf gegen Blackbeard sehr, sehr gut angehen, ja, und da geht es dann natürlich darum, dass man hier die Leute befreit, die einem wichtig sind. Gerade Corby, beziehungsweise gerade Garber, auch sehr wichtig, dass man hier natürlich hingeht und das richtige Zeichen halt einfach setzt, ja. Denn ich will nicht wissen, wie Garb darauf reagiert, wenn sein Enkel, der böse, böse Pirat hier, ihn rettet, ja. Das dürfte, glaube ich, auch super interessant werden. Aber nach wie vor, finde ich persönlich, könnte man da auch hingehen und sagen, hey, so eine kleine Aussprache zwischen Garb und Ruffy wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ruffy ist zwar noch dieser dümmliche, naive, ja, aber ich glaube, mittlerweile kann er auch so eine gewisse erwachsene Art hier, ich sag mal, von sich geben, ne? Dass Garb und Ruffy sich vielleicht irgendwie mal aussprechen oder so. Ja, das, glaube ich, könnte ganz, ganz wichtig und ich denke auch ein schöner Moment werden. Gerade im Manga, ich glaube, Oda hat dann einen sehr, sehr klaren Plan, strukturierten Plan, wie er das angehen wird. Aber wenn Ruffy diese Infos über Blackbeard erfährt, Leute, dann verspreche ich euch sogar, wird der seine allererste Priorität sein. Denn Ruffy will natürlich seine Freunde beschützen, ja, und Ruffy kämpft da tagtäglich dafür, immer stärker zu werden und so weiter, um genau das zu erreichen, und Blackbeard ist natürlich die größte Gefahr aktuell für die Strohhüte, deswegen, und auch für die Freunde der Strohhüte und so weiter, deswegen wird er schon die Priorität Nummer 1 dann sein. Kommen wir zum nächsten Thema, und das ist natürlich das Kopfgeld, ja, ich persönlich sehe hier ganz klar eine Steigerung im Kopfgeld, gerade was Ruffy angeht, ja, selbstverständlich auch der Rest der Strohhüte, aber primär denke ich Ruffy, weil natürlich die 5 Weisen jetzt tatsächlich selber gesehen haben, wie stark Ruffy geworden ist, wie gefährlich der geworden ist, gerade natürlich die Gear 5 Thematik, und sollte Ruffy tatsächlich die Mother Flame essen, dann gibt das natürlich nochmal einen dicken Bonus, ja, also Ruffy, wenn der nach Egghead Island ein Kopfgeld von unter 4 Milliarden bekommt, dann verliere ich wirklich den Glauben an alles, was One Piece angeht und was Kopfgelder angeht und so weiter, also der muss natürlich eine saftige Steigerung bekommen, das ist etwas, das halte ich für sehr, sehr notwendig, ja, weil natürlich auch diese Kopfgeld-Thematik so eine Art, ich sag mal, Belohnung sind, ja, dafür, dass die was Großes gerissen haben, ja, die Infos oder das Wissen, was die jetzt haben, etc., also das natürlich als Punkte, die spielen damit rein, und sind wir ehrlich, wir Leser, Zuschauer, Leser vom Manga, Zuschauer vom Anime, wir lieben es halt einfach, neue Kopfgelder zu bekommen, weil wir geiern ja da förmlich drauf, deswegen bin ich mal gespannt. Was habt ihr denn für eine Prediction, was Ruffys neues Kopfgeld angeht? Also ich persönlich sage, der kriegt mindestens 1 Milliarde drauf. Also wenn er da unter 4 Milliarden rausgeht, dann bin ich maßlos enttäuscht. Ja, ich schätze, der kriegt schon seine 4 Milliarden. Ich glaube, er wird nach wie vor hier immer weiter steigen, weil die Weltregierung jetzt langsam mehr oder weniger anerkennen muss,
wie knapp es jetzt für die wird. Ne? Also wirklich, wie absolut knapp es jetzt wird. Ja? Und da ist natürlich die Frage, wenn Bonnie überlebt, mit Ruffy mitkommen, wenn sie die Mother Flame mitnehmen, ja, beziehungsweise wenn Ruffy die ist, da die Infos, die sie jetzt auf Egghead Island bekommen haben, über die Gorosei natürlich auch, über die antike Waffe Uranus und so weiter, die Sachen, die Vegapunk natürlich gedroppt hat. Und wenn vielleicht am Ende des Tages Vegapunk auch nochmal überlebt, da, das dürfte, glaube ich, ziemlich heftig werden. Ja? Und vieles in einen Topf schmeißen. Deswegen bin ich da mal sehr, sehr gespannt, wie das neue Kopfgeld von Ruffy werden wird. Ich gehe da auf jeden Fall mit 4 Milliarden raus. Ja. Ich denke, das dürfte relativ gut sein, in Ordnung sein. Ja. Könnte aber auch 5 Milliarden sein. Ja. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, der kriegt auf jeden Fall einen anerkennbaren Schub. Muss man einfach sagen. Und wenn die Strohhüte, vielleicht passiert es jetzt noch oder eher später, wenn sie die Erkenntnis bekommen, wie sie die Gorosei permanent, also nicht nur temporär verletzen können, weil die sich immer regenerieren, wenn sie dahinter kommen, durch wen auch immer, und sie diese Info haben und das vielleicht sogar auch direkt anwenden, dann glaube ich, wird das nochmal eine höhere Steigerung. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil alles davon abhängt, wie man die Gorosei erledigt. Ja, das ist die große Frage, denn wenn du die Gorosei nicht erledigen kannst, dann brauchst du es gegen Imu gar nicht erst versuchen, weil der wird natürlich nochmal ein paar Stufen da drüber stehen. Ich denke, das ist relativ klar, aber die Gorosei dürften jetzt erst einmal hier das Zentrum der Aufmerksamkeit auf Egghead Island sein. Ja, das ist die Mission, wie man die Gorosei überlisten kann, erledigen kann. Und darüber hinaus dann natürlich muss man schauen, was man mit der angesammelten Info, gerade hinsichtlich Blackbeard hier, dann machen wird. Denn ich denke, dieser Kampf, der ist unausweichlich. Das wird kommen, das wird passieren. Deswegen glaube ich, können wir uns auf jeden Fall die nächsten Jahre sehr, sehr freuen. Der Hype von Egghead Island, der wird, glaube ich, konsequent weitergehen, weitergezogen werden. Und ich glaube, der One Piece Manga, der ja gerade in der finalen Phase ist, da, der geht ja jetzt wirklich einfach nur über Höhe, über Höhe, über Höhe. Ich glaube, wir werden selten Kapitel bekommen, die man objektiv als schlecht bezeichnen kann. Natürlich gibt es Aufbaukapitel, das muss es geben, aber ich denke, die Frequenz, die wir aktuell fahren, die ist halt einfach ziemlich, ziemlich gut. Denn man muss halt einfach sagen, es gibt, die letzten Jahre waren mehr 10 von 10 Kapitel als irgendwie Aufbaukapitel oder sonstiges. Natürlich schleift es aktuell ein bisschen durch Vegapunks Erzählungen über Infos, die wir ja bereits als Leser wissen, aber es ist natürlich wichtig, dass die Welt von One Piece das auch erfährt. Deswegen sind das so nötige Aufbaukapitel, um halt zu dieser gewissen Conclusion zu kommen, ja, diese Egghead Island Incident, der die komplette Welt ins Chaos stürzen wird. So Leute, im Großen und Ganzen war es das erstmal von dem heutigen Podcast. Mich interessiert natürlich brennend, wie hoch schätzt ihr das neue Kopfgeld von Ruffy ein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann war es das erst einmal von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir hören uns die Tage wieder, wenn die Spoiler kommen. Ich denke, das ist morgen, übermorgen dann auch der Fall. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.